Seit 2016 begleite ich zwei Nachhilfeschüler in meiner Nachhilfefamilie im Projekt Profilei für die Caritas Osnabrück. Und die Corona-Zeit stellte uns alle vor große Herausforderungen. Unter Umständen lag das auch daran, dass die Motivation teilweise fehlte und vor allem viele Strukturen erstmal etabliert werden mussten. Es war schwierig für die Kinder zu schauen, welche Aufgaben jetzt wirklich zu bearbeiten sind und die Fristen einzuhalten und sich selbst zu organisieren. Grundsätzlich finde ich es sehr sinnvoll, wenn die Schüler durch zusätzliche Unterstützung nochmal verpasste Inhalte nachholen könnten. Ja, das ist aber eine sehr schwierige Zeit für uns, für Kinder auch. Die wollten manchmal keine Hausaufgaben machen, die Hausaufgaben waren sehr schwer für Kinder. Und ich hatte auch nicht immer Zeit für Kinder, ich konnte die Kinder nicht immer helfen, weil ich selber zum Arbeiten musste. Die Kinder haben eine Nachhilfelehrerin bekommen. Nicole ist bei uns seit 5 Jahren schon. Sie hilft die Kinder immer gerne. Und was wir Erwachsene, was wir als Eltern, ne, was wir manchmal brauchen, sie hilft uns auch. Die Situation, die wir hier als Schule erlebt haben, dadurch, dass das Szenario C angeordnet wurde und alle Kinder von einem Tag auf den anderen nicht mehr zu uns in die Schule, in die Grundschule kommen konnten, war schon eine große Überforderung. Wir waren doch sehr überrumpelt von dieser Situation, in der wir uns darauf einstellen mussten, wie können wir unseren Kindern weiterhin die Entwicklung zukommen lassen, die wir uns wünschen. Wie können wir sie weiter fördern? Wie können wir sie im Lernen begleiten, ohne die Kinder zu sehen? Und damit wurden wir vor Fragen gestellt, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wir freuen uns sehr, dass wir nach den Sommerferien jetzt mit einer Projektwoche starten können, die die Caritas mit uns gemeinsam entwickelt hat, wo die Kinder an sozialen Projekten arbeiten können, wo sie musikalisch und künstlerisch tätig werden können. Und die Kinder werden wieder in der Schule ankommen, können sich neu in ihre Klassengemeinschaft einfinden. Uns ist gerade dieser Gemeinschaftsaspekt ganz, ganz wichtig, dass wir den Kindern das, was sie in den vergangenen Monaten und eigentlich im fast vergangenen ganzen Schuljahr nicht hatten, wieder neu hier an der Schule erwerben können. Außerdem freuen wir uns sehr darauf, dass nach den Herbstferien eine Möglichkeit geschaffen wird, dass die Kinder, die noch besondere Unterstützung beim Lernen benötigen, hier bei uns im Lernbüro eine neue Form der Lernunterstützung bekommen können. Und das wird auch durch die Caritas bei uns begleitet.